Ja, hallo meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung von der Reihe Angezockt. Heute sehen wir mal wieder ein neues Spiel und ihr seht schon direkt, es handelt sich dabei um Urban Empire. Ein Spiel, was sowohl Ryukat als auch mich auf der Gamescom 2016 wirklich beeindruckt hat. Also das ist sowas, wo man sich wirklich drauf freut und gerade ich bin ja so ein alter Städtebau-Fan. Dementsprechend ist es natürlich toll, ein neues Spiel zu haben, was nicht unbedingt mal SimCity heißt, sondern ein wenig anders. Und ja, ich hoffe, ich kann euch so ein wenig jetzt davon zeigen. Deswegen springen wir in ein neues Spiel, eine neue Kampagne. Noch keine Sekunde gezockt, denn da auch wie immer wichtig für ein Angezockt. Ich will euch zeigen, was so am Anfang passiert. So, jetzt können wir eine Familie wählen. Und da sieht man auch Design Ideals. Glauben daran, dass sich Probleme am besten mit Hilfe von technologischen Errungenschaften lösen lassen. Unter ihrer Führung schreitet der technologische Fortschritt schnell voran. Also das sind so die Technologen. Arbeiterklasse. Rechte von Arbeitern. Kommunalpolitik. Russische Immigranten. Nee, ich bin so ein Techno-Heinz. Warte mal, das sind die Deutschen. Was machen die Deutschen? Konservativ klingt schon nicht schlecht. Nee, ich nehme die Franzosen hier. So. Oh, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas gedrückt. Ich wollte eigentlich auf die verschiedenen Heinzen da gehen. Ja, jetzt haben wir halt den. Okay. Den wollte ich eh nehmen. Warum auch nicht? Der Giuseppe Saint Elias. So. Kaisershafen. Willkommen in Ihrem Amt, Giuseppe. Giuseppe ist aber eigentlich jetzt kein französischer Name. Naja. In Ordnung. So, die Kamera. Erstmal wird man natürlich ein bisschen eingeführt. Also das heißt, bewege die Kamera. Aber wie bewege ich denn die Kamera? Ah. Neigen Sie die Kamera. Mittlere Maustaste, alles klar. Kriege ich hin. Sehr schön, fangen wir an, die Stadt zu erbauen. Jetzt geht's direkt los. Ja, warum denn nicht? So. So, und jetzt kann ich mir hier... Erstmal will ich das so ein bisschen ausrichten. Standardnetz, ja. Warum denn nicht? Ach, keine Straßenanbindung. Wie kann ich das wieder wegmachen? Jetzt habe ich das... Also das ist ganz geil. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich will... Nein. Ja. So. Also, nochmal. Ha, warum nicht gleich so? Ha, das schaut gut aus. Sowas will ich. Jetzt brauche ich ein Rathaus. Das stelle ich doch hier mitten rein ins Wohngebiet, oder? Da freuen sich die Jungs und Mädels doch. Dienstleistung bestätigen. So, Bezirk vorschlagen. Jetzt können Sie einen Namen für den... Natürlich, ich bin... Was? Abstimmung über den neuen Bezirk. Der heißt Sendling. Ich als alter Münchner. Da bin ich nämlich mit groß geworden. Also, warum muss ich jetzt meine Kosten, laufende Kosten? Ach, scheinbar muss ich. Na klar. So, suchen wir ein bisschen raus. Ah, ist das ein schöner Bezirk. Wechseln Sie zur Ansicht des Forschungsbaums. Denkleistung. Neue Erfindung in der Stadt. Klar. Also, oh, und das ist auch sehr geil, was ich bei Urban Empire, dass man auch hier so ein bisschen sich da durchforschen muss. Finde ich eine coole Idee. Thermodynamik. Ein Absatz. Bekleidungsgeschäft. Sicherheit wirkt sich auf Unternehmen aus. Telegraph, oh ja. Zeitungen. Naja, Zeitungen, wer braucht schon Zeitungen? Das führt
zu Abwasser. Das führt zu Abwasser. Ja, aber Gasinfrastruktur, glaube ich, schadet nicht, allein schon Gasbeleuchtung zu haben. Das machen wir doch mal. So. Und jetzt ab zurück zur Stadt. Ein paar Dinge anzusehen. Zuerst befassen wir uns damit die Zeitraffergeschwindigkeit. Ja, okay, Zeitraffergeschwindigkeit. Wechseln Sie das Spieltempo. Jo. Das Spieltempo. Ah, da. Haha. Ja, da passiert schon was hier in meiner kleinen Stadt. Schaut es euch mal her. Oh, man kann so schön weit reinzoomen. Das finde ich ja total toll. Oh, so kleine Kutschen. Ach, ist das nicht süß. Und schon sind die ersten da. Ja. Ah, das mag ich, wenn hier gleich mein Städtchen da hier direkt da was passiert. Nee, das Rathaus bleibt da. Das steht da. Gut. Da, und jetzt hier oben. Die Parteienunterstützung wächst. Die Denkleistung steigt. Das Privatvermögen. Weiß ich nicht. Doch, das wird auch mehr. Mehr Dienstleistungen hinzuzufügen. Ja, klar. Also, was machen wir denn? Bezirk verändern. Bauen Sie eine Schule. Natürlich baue ich ein Schülchen. So, dass ich dann nachher, wenn ich neue Bezirke baue, dass die dann gleich noch auch was davon haben. Deswegen bauen wir die dahin. Dahin. Dahin? Ja. So, Bezirk vorschlagen. Naja, ich glaube, da sind alle dafür, dass wir hier eine Schule haben. Das Rad des Lebens. Ach ja. So, und jetzt wird hier nochmal gezeigt, was die durchschnittliche Zufriedenheit ist. Dass die steigt, dementsprechend natürlich, je mehr ich mich dafür für die Stadt einsetze. Da sieht man, es war gerade bei Minus, jetzt ist bei Negativ, also bei, zumindest mal bei Null. Ja, ja, die sind schon gleich alle happy. Die Gasinfrastruktur wird langsam auch hier. Dauert immer natürlich ein bisschen. Hier kann ich auch die Geschwindigkeit verändern. So, was sagt mein Geld eigentlich? Das geht ganz schön nach unten. Warum geht mein Geld nach unten? Stadtrat, und jetzt ist da die Stadt Einnahme hält. Ja, ja, denke ich jetzt aber auch mal. Hier, langsam wird es aber ganz schön immer minus 12k. So. Da, zum Stadtrat. Dies ist der Stadtrat. Hier können Sie Steuersätze und Budgets ändern. Jo. Also, politische Parteien. Und das ist auch cool, dass es hier verschiedene politische Parteien gibt. Das finde ich ganz lässig eigentlich. In dieser Ansicht erfahren Sie alles, was Sie wissen möchten über die verschiedenen politischen Parteien. Dabei sind zwei Aspekte von besonderer Wichtigkeit. Das Wohlwollen zeigt an, wie es um Ihre zur Partei bestellt ist und über wie viel politisches Kapital Sie bei Ihnen verfügen. Der politische Kompass stimmt, wie die Partei bei Ihnen verschiedenen Themen abstimmen wird. Jo. Also Besteuerung. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da muss... Ja, da kann ich das noch ein bisschen... Ah, und da sieht man, wer ist dafür, wer ist dagegen. Ah, das könnte schon zu eng werden. 11%. Da verändert sich bei der Bürgersteuer scheinbar nichts. Dann mache ich beides auf 11%. Dann schlagen wir das mal vor. Das sind dafür Wechselwähler, dagegen ist schon mal keiner. Effekt, jo, das passt alles. Also machen wir das mal. So, und natürlich appelliere ich an die Parteien. Bitten, fordern und bedrohen. Ja, in dem Fall glaube ich, sage ich jetzt Jungs und Mädels,
Da wären wir doch sehr dafür. Also wir sehen hier oben schon mal die Stimmen. Das habe ich auch auf der Gamescom gesehen. Das sind so die Wechselwähler. 9 sind aktuell dagegen, 10 dafür. Also es ist eine knappe Chose. Deswegen sage ich, bitte, bitte, komm. Sie möchten, dass die Physiokratische Partei Ihnen dabei hilft, diese Abstimmung in die richtige Richtung zu gehen. Welche Methode Sie um Hilfe zu bitten, ist am erfolgsversprechendsten. Zeitung zum Essen ist doch immer schöner. So, und jetzt schau mal, was da passiert. Und jetzt erstmal zur Stadt, weil das passiert so nebenbei. Und jetzt schauen wir uns mal die Datenansicht an, ja, wie sich die Stadt so entwickelt. Die Bevölkerung in der Elite, Mittelschicht, Arbeiterklasse, Studenten und Unterschicht. Ja, Unterschicht ist ganz schön stark vertreten. Da kann man sich so ein paar Sachen anschauen. Und es ist auch nicht überfordernd. Das ist dafür, dass ich das erste Mal spiele. Man kommt recht fix rein. Das finde ich ganz cool. Jetzt habe ich nur noch mal, dass hier die Steuerung bald durchgeht. Wir können ja noch mal in den Stadtrat gucken. Wo sehe ich die Abstimmung? Politische Parteien. Ich dachte mir, irgendwo könnte ich das hier jetzt auch noch direkt sehen. Aber so wie ich das sehe, sehe ich es nirgendwo. Ah, da. So, aktuell, oh, ganz schön knapp, du. 15 dagegen, 18 dafür, 28 noch unentschlossen. Sie wenden sich mit der Partei und sagen, bitte unterstützen, weil die Stadt ihre Hilfe wirklich braucht. Die Stadt braucht die Hilfe. Oh, jetzt sind es sogar. Oh. Das aber gefällt mir du gar nicht. Ich will hier schon durchkommen damit, gell? Naja. Schauen wir mal, was da passiert. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und Stern kann jetzt den Antrag abstimmen. Ich kann immer noch appellieren, ja. Vielleicht muss ich das auch noch. Ah, ist das knapp. Ach, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Ja. Schaut gut aus. Yee! Endlich gibt es ein bisschen mehr Kohle für uns. Das war wichtig. So. Aber irgendwie hört es noch nicht auf zu sinken. Vielleicht schlechte Stimmung im Rat. Ja, als ob mich das interessiert. Warum wird das jetzt hier nicht auch so ein cooler Bezirk wie vorher? Ah ja. So, dann mache ich das da auch nochmal. Entweder wir gehen mit Glanz und Gloria unten da, oder das läuft. Und das ist natürlich Neuhausen. Jetzt muss der Rat erstmal debattieren, ob er dem Bezirk auch dazu zustimmt, wie ich mir das so vorstelle. Aber wir müssen hier langsam mal da ein bisschen Kohlen reinschaffen. Mist, die Glühbirne in der Verandalampe ist durchgebrannt. Jetzt kann ich gar nicht sehen, ob es draußen dunkel ist. Ah, da haben wir schon die erste Forschung. Und jetzt gehen wir Richtung Abwasser, würde ich sagen. Forschungszeit, Kosten, Denkkosten. Das sind 1000 und ich habe 9, oder was? Geht das überhaupt? Scheinbar. Ah, vielleicht braucht es dann nur dementsprechend 1000 und man hat. Okay, kann es Sinn machen. Ja, schaut doch aber schon ganz nett aus.
Vielleicht, wenn es Nacht wird, könnte man dann schon hier ein bisschen mehr sehen. So, was sagt eigentlich? Abstimmung beginnen. Habe ich jetzt fast vergessen, dass man hier auch das Ganze natürlich noch abstimmen muss, aber ja, super. Vielen Dank. Ich sag merci. Upgrade. So, Bezirk verändern. Ein Gasnetz. Klicken Sie auf Gasnetz. Ah, da. So, und jetzt hier gibt es da ein bisschen Lampen für euch. Ja, also wer sollte denn jetzt gegen Gasnetz sein, bitte? So, da drüben geht es auch rund. Aber, oh, wir kommen schon dick ins Minus. So. Vielleicht hätte ich das Ding nicht direkt bauen sollen. Aber das wird sich gleich zeigen. Oh, da sind aber ganz schön viel dagegen. Ja, wenn ihr kein Gasnetz haben wollt, das ist, als ob ich damit ein Problem habe. Gibt es da kein Gas? Ja, da definitiv gegen den Fortschritt. So, jetzt habe ich alles getan, was ich tun konnte. Aber definitiv wollen die wohl kein Gasnetz. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Put. Kann ich jetzt mit leben. Außer, dass es hier ganz schön die Einnahmen flöten gehen. So, eine Zeitung gibt's auch. Und langsam steigen die Einnahmen. Nachdem hier so ein paar Leute jetzt da reinziehen. Gott sei Dank, muss man ja auch schon fast sagen. So, jetzt sitzt ihr im Dunkeln, ja? Doof, gell? Ein paar Lichter, aber nicht so geil. Aber ich hab echt... Ich brauch Kohle. 3.100. Ja, das ist ganz schön... Also... Ich brauche echt noch mehr. Das hilft alles nichts. So, weil ohne dem braucht man nicht drüber reden, kann ich hier mal so gar nichts machen. Ich bitte, weil ich ihre Hilfe brauche. So. Was? Warum geht es noch nicht? Ach, ich kann hier die Partei... Ach so! Da, und da kriegen wir jetzt... Haha! Da, zack, und da bekomme ich auch die hin, eingefallen. Warum kann ich jetzt nicht die... Warum kann ich es jetzt nicht starten? Die Parteien habe ich doch alle durch. Vielleicht braucht es ja wieder ein bisschen. Dass ich darüber... Ach ja, hier, da sieht man, dass das dauert. Okay. Da ist es gleich soweit.
Vielleicht schaffe ich ja die Folge noch wenigstens so, dass ich nicht ganz pleite gehe. Ja, das schaut gut aus. So, Jungs und Mädels. Zack. Und jetzt gib mir Kohlen. Ja, wir sind positiv. Abwasser ist gleich auch erledigt. Ach, ist das schön. Ich bin reich. Ich bin reich. So, Bezirk verändern. Probieren wir es nochmal mit der... Boah, aber guckt sich mal die laufenden Kosten dafür an. Wie soll ich denn das stemmen, bitte? Ja, was kostet denn da der Spaß? Auch das ist ja wahnsinnig. Erstmal brauche ich ein bisschen Geld zurück, bevor ich hier wieder dick investieren kann. Das geht ja gar nicht. Ich will gar nicht wissen, was Abwasser dann auch kosten wird. So, das Privatvermögen steigt auch. Die Metallindustrie. Eine goldene Zukunft. Die Welt steuert einen Aufschwung entgegen. Ja! Ja, gut. Das alles andere ist egal. So. Was kann ich denn hier noch machen eigentlich? Oh. Ja, ein bisschen vergrößert. Na, wie schön wäre es jetzt, wenn ihr alle was zu sehen hättet. Aber, ja, wie gesagt, oh ja, jetzt komme ich so langsam in die Richtung, dass ich sagen kann, das könnte ich jetzt mal investieren. Ich könnte es ja nochmal probieren. Wer ist denn größer? Geschäftlich? Ja, physiokratische Parteien hat die Wahlen gewonnen. So. Also, da muss jetzt mal Licht dran. Erzähl, was du willst. So. Normale Abstimmung. Ja, man sieht schon wieder, da sind schon wieder einige dagegen. Die sind eher links, hier die physiokratische Partei. Das sind die da, oder? Was sind denn die Physiokraten? Ne, die sind eh dafür. Alles klar, da brauche ich nichts machen. Die sind wechselwillig. Da wissen sie selber noch nicht so ganz, was sie machen. Ja, das gibt schon mal ein bisschen was dafür. Aber die sind tendenziell immer noch gut dagegen. Und hier, die Jungs und Mädels. Ja, mehr geht einfach auch nicht. Oh, das wird schon wieder so eine enge Abstimmung, du. Die wird wirklich eng. Aber wenigstens gibt es jetzt langsam mal Kohlen zurück. Das finde ich ja schon sympathisch. Okay, Abstimmung ist bereit. Huch, diesmal wird's enger. Schaut aber gut aus. Ja, geschafft. Da haben wir es durchgeboxt. Und deswegen ist auch die Einnahmen gleich niedriger. Aber jetzt müssten wir hier... Genau, jetzt haben wir hier die Gasinfrastruktur. Ja, erstmal will ich hier raus. So. Das Leben ist wie ein Abwasserkanal. Was man herausbekommt... Kostenlose Feuerwehrleitung, Wasserleitung... Apotheken, Hafen. Ein Hafen. Oh, da kann ich jetzt hier nämlich in die zweite Epoche schon springen. Da ist nämlich hier jetzt was weiteres freigeschalten worden. Zentralkrankenhaus, Impfzwang, Kosten, Forschungszeit. Ja.
Das ist nämlich das Schöne, man kann ja nämlich durch verschiedene Epochen und dementsprechend sozusagen, das dauert wirklich, ihr seht, bis man da komplett durchgeforscht hat, das dauert und dementsprechend verändert sich auch die Stadt natürlich da zum Positiven wie Negativen selbstverständlich. Ja, meine Einnahmen? Ah ja, ich wollte gerade sagen. So, jetzt wird es dunkel. Oder nicht? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah ja, nee, alles gut. Was kostet nur mal, dass ich schon mal so weiß? 7000. Boah. Nee. Genug Kosten hier langsam. Ich glaube, bevor ich hier weiter die Gebiete ausbaue, mache ich hier noch ein neues Gebiet. Weil ihr seht, langsam, da steigen jetzt die Einnahmen wieder. Nachfrage nach Wassergebiet hoch. Schulsystem. Ja, Wissen und Wissensdurst. Ja, also, tja, schon sind sie gleich besser drauf, die Jungs und Mädels. Und ich bin gleich mal wieder im Neutralen und dann komme ich ins Plus. Ja, ist es fein. So, was ist denn hier im Stadtrat los? Verordnung. Verfügbare Verordnungen. Kostenlose Feuerwehr. Ja, ich wollte gerade sagen, da sollte... Und da gibt es auch nochmal plus 10.000. Auch den machen wir. Also das ist schon sehr interessant, was hier so machbar ist. Und jetzt kriegen die auch mal hier ihr Gas. Und ich kann das auch mit Privatvermögen machen. Weil hier seht ihr, wenn ich da merken würde, Alter, das wird nichts. Aber das schaut, deswegen machen wir eine normale Abstimmung. Und da wird es jetzt gleich im Stadtrat richtig rund gehen. Das Geld steigt, das Geld steigt. Na gut, der Spaß ist scheinbar. Okay, jetzt wird's. Jetzt wird's. Geht's rund. Also, das schaut gut aus. Hier in dem Fall, das kann ich so durchboxen. Ja, die Abstimmung, die läuft. Da der Bezirk wurde dementsprechend schön gemacht. Hier finanzielle für fließend Wasser, auch da sollte das ordentlich durchlaufen für uns. Yep. Und... Die kostenlose Feuerwehr, da wird er, wer ist denn da bitte dagegen? Also, die mögen mich einfach nicht hier, dieser Flügel hier drüben. Gott sei Dank, meine Partei, die hält mir ordentlich die Stange. So. Und jetzt sind wir zwar wieder ein bisschen ins Minus gerutscht. Aber das wird ja, hat die Wahlen gewonnen, natürlich haben wir die Wahlen gewonnen. Das wird ja hoffentlich jetzt nicht... Ja, genau, da geht schon wieder in die richtige Richtung finanziell. Nein, 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 nicht 3000. Kommen weniger. Viel weniger. Ja, so wird das nichts mit hier... Was geht noch offen? Wasser. Wenn ich kein Geld von euch bekomme, bekommt ihr auch kein Geld von mir. Ganz einfach. Ja, genau. So will ich das haben. Gut, 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 gut. So, damit, glaube ich, sind wir jetzt aber auch schon durch mit dieser Folge angezockt. Eine gute halbe Stunde und ihr habt gesehen, zumindest für mich, die Zeit vergeht echt wie im Flug bei solchen Spielen. Also ich könnte es jetzt noch ewig weitermachen, aber
auch wenn wir jetzt gerade noch nicht ganz wieder auf Null gekommen sind, aber ihr seht, das Haushaltseinkommen, das passt mittlerweile und die Stadt wächst und gedeiht und Gewerbegebiete werden noch gefragt, also die Wasserverschmutzung zu verabschieden. Natürlich unterstützt sich die, na klar. Und dementsprechend glaube ich, ihr habt so einen kleinen Eindruck mal bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich das vielleicht auch für zukünftige Projekte ein bisschen im Auge behalten, dass so Aufbauspiele ankommen. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.